Nach dem erlösenden Sieg in Altach ist Sturmtrainer Christian Ilzer laut eigener Aussage ein Stein vom Herzen gefallen. Einen solchen würde auch Andreas Herzog nach 6 Ligaspielen ohne Erfolg gerne loswerden. Dafür fordert er mehr Mut und Schlitzohrigkeit als zuletzt ein. Diese Attribute legen aber zuerst einmal die Grazer, die mit Jäger und Yangbo zwei frische Kräfte gegenüber dem Altachspiel bringen, an den Tag. Jantscher mit dem Auge für den Raum und Dante ein Abschluss des aufgerückten Linksverteidigers, der aber keine Herausforderung für Torhüter Leitner darstellt. Die Grazer haben von Beginn weg einmal alles unter Kontrolle. Herrlicher Ball von Pras auf Yeboah, Bauer verlängert ungewollt. Datkovic klärt aber, bevor Kelvin Yeboah sein 10. Saisontor erzielen kann. Die Südstädter versuchen, die Raute der Grazer mit derselben Herangehensweise zu spiegeln. Allerdings wirkt das nicht ganz so kompakt. Die Ilzelf kommt mit langen Bällen relativ einfach in die freien Räume. Yeboah zu Pras, Jantscher. 1:0 für Sturm. Die logische Folge einer starken Anfangsphase, in der die Südstädter meist nur ungewollte Beobachter des Geschehens sind. In Minute 13 erzielt die Nummer 13 sein bereits 8. Saisontor. Das erste übrigens in der Liga gegen die Südstädter. Und immerhin hat der Routinier bereits 58 auf seiner Visitenkarte stehen. Die Grazer wirken insgesamt tatsächlich wieder befreiter als zuletzt und auch so richtig spielfreudig. Jäger aus der Distanz. Jantscher kommt nicht mehr zum Abschluss. Er dreht ab und versucht es mit Gefühl. Leitner kann aber auch noch diese Aktion mit den Fingerspitzen noch rechtzeitig klären. Die Admira steht unter Dauerdruck, Ecke Jantscher, Zakaria, der nächste Abschluss, wieder Leitner. Eine enttäuschende Darbietung bis dahin von den Südstädtern, die irgendwie bereits eine besinnliche Adventsstimmung an den Tag legen und passive Passagiere in diesem Spiel sind. Jantscher über links, wieder ohne Gegenspieler. Yeboah wäre nicht Andreas Leitner, Sturm würde wohl schon 2 oder 3:0 führen. Nächste Standardsituation nach diesem Kopfball von Yeboah, Zakaria. Keiner kann den Ball kontrollieren. Und dann plötzlich ein Protest der Sturmspieler. Sie wollen Handspiel von Datkovic gesehen haben und natürlich Elfer. Doch Schiedsrichter Weinberger ist richtigerweise anderer Meinung. Die Hand ist zwar am Körper. Auch der VAR schaltet sich berechtigt hier nicht ein. Kein Elfer. Dann kommt es zu einer Überraschung. Die Admira wagt tatsächlich einen Vorstoß. Lukasevic mit dem weiten Ball. Sturm wirkt ungeordnet. Mustafa legt ab und das perfekt für Wilhelm Vorsager. Die Südstädter gleichen nach 38 Minuten mit der ersten Torschance aus. Ein Treffer, wie aus dem Nichts. Und da war er plötzlich, jener Mut und auch jene Kaltschnäuzigkeit, die Trainer Andi Herzog von Haus aus gefordert hätte. Eine Aktion, die ihm recht gibt. Die schönen Assists von Lukasevic und Mustafa, den Dante alleine lässt, vollendet Vorsager mit Saisontor Nummer 2. Ein Mutmacher für die Elf von Andi Herzog. Auf der anderen Seite werden die Grazer wohl hadern aus der Überlegenheit, nicht mehr gemacht zu haben. Entmutigen lassen sie sich davon jedenfalls nicht. Dante aus Reihe 2. So einer kann auch einmal passen. Die Ilze Elf hat die Partie weiterhin fest im Griff, läuft aber der erneuten Führung weiter hinterher. Pras mit dem weiten Ball auf Zakaria, doch dem Torgaranten von zuletzt rutscht der Ball über den Rist. Der herausragende Akteur an diesem Abend bis dahin ist Pras und dieser kurbelt weiter. Alexander Pras herrlich in die Schnittstelle gespielt auf Yeboah. Dieser kommt an den Ball, aber auch zu Fall. Keine Elferproteste, alles andere wäre beim genauen Blick darauf auch eine Verhöhnung. Yeboah bleibt wohl einfach nur hängen. Absicht war da von seiner Seite, aber auch keine dabei. Danach gibt es von beiden Seiten nichts Sehenswertes mehr. Die Admira schreibt nach 5 Jahren bei Sturm zumindest wieder einmal an, während die Grazer heute aufgrund der Überlegenheit ganz klar 2 Punkte verloren haben. Warum, bekommt Hannes Kagel bei den Interviews begründet. Ja, wenn wir es vorab sein haben, das zweite, das dritte Tor zu machen, erste Halbzeit. Wir haben super Chancen gehabt, gehen verdient in Führung und kriegen dann kurz vor der Pause ziemlich billig eben ein Gegentor, was so ja, nicht passieren sollte.
Und zweite Halbzeit war schwer. Mir hat die enge Räume gemacht, die Räume eng gemacht und ja, wir haben dann wenig Ideen gefunden. Ja, wenn eine Mannschaft so dicht, so eng steht, da braucht es dann eine individuelle Klasse, einmal eine zündende Idee vom Spiel, einen Abschluss, dass man dieses Spiel wieder aufmacht. Das ist uns, ja, ist uns dann nicht mehr geglückt. Ich glaube, wir hätten das Spiel gut auf Schiene gebracht mit dem zweiten Tor. Wäre es ein völlig anderes Spiel gewesen, mit vielen Räumen, mit der Admira, die gezwungen gewesen wäre, viel, viel aktiver zu werden. Aber trotzdem, ja, wenn man unser anstrengendes Programm bedenkt, ein Kompliment an die Mannschaft, so wie es gespielt haben. Ja, sicher sind wir, ich glaube, alle enttäuscht. Ich glaube, wir haben uns mehr verdient, wir haben gut Fußball gespielt, gute Chancen gehabt, echt gute Chancen. Und am Ende, glaube ich, haben wir von einer richtigen Chance Tor bekommen. Und das ist nicht gut. Ich glaube, heute können sich Ihre Spielerkollegen bei Ihnen bedanken, dass es hier ein Unentschieden geworden ist. Denn vor allem in der ersten Halbzeit haben Sie eine Vielzahl wirklich von hochkarätigen Chancen der Grazer zunichte gemacht. Ja, ein Bedanken braucht sich keiner, weil es ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern das ist einfach mein Job ist. Derzeit gelingt es mir Gott sei Dank sehr gut. Darüber bin ich sehr froh, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann. Und ja, sind wir natürlich froh, dass wir den Ausgleich geschafft haben und jetzt mit einem Punkt nach Hause fahren. Wenn es gegen Sturm noch ein 0-1 Rückstand nochmal zurückkommst und ich denke, zweite Halbzeit haben wir auch ganz gut gespielt. Erste Halbzeit hat Sturm richtig gut gespielt, hat sehr viel individuelle Qualität gehabt, ist auch verdient in Führung gegangen. Nach unserem Tor hat man gesehen, dass sie meine Burschen ein bisschen mehr am Ball dran. Das haben wir uns eigentlich von Beginn an so vorgestellt. Und man hat aber auch zweite Halbzeit gesehen, dass die Grazer, also das Mammutprogramm der letzten Wochen, das hat man schon auch gesehen, dass sie dann nicht mehr diese Wucht gehabt haben, diese Power wie in den ersten 45 Minuten. Und durch das haben wir auch im Ballbesitz dann ein bisschen einfacheres Spiel gehabt. Sturm gegen die Admira entwickelt sich schon langsam zu einer Bank. Tipp X, denn so endeten nun alle letzten drei Duelle.